eingetreten und mit die Engine angeschaut, die einfach nicht geil ist, aber durch einige Mods optisch verbessert und ein bisschen angepasst. Auch DLSS drauf gehabt, aber es gibt es ja nicht und es ist toll. Ich habe am Anfang war ich enttäuscht, weil ich nicht das bekommen habe, was ich erwartet habe. Ich habe hier ein offenes Raumschiff-Simulations-Weltraumspiel erwartet, so wie Nomansky, aber ist es nicht, muss es auch nicht sein. So wie es ist, ist es geil. Am ersten Tag Rating zwischen 5 und 6 und jetzt mittlerweile bin ich bei 7,5. Es wird von Tag zu Tag besser, die Storys, die Charaktere gut geschrieben, gute Geschichten, schön vertont auf Deutsch. Man kann sie unterhalten, man kann Freunde gewinnen, man kann alles machen, man kann sogar Ficky-Facke machen, aber soweit bin ich noch nicht. In CFT spiele ich auch nicht, ist mir zu schwer. Ja, ist klar, bist auch älter geworden, bist auch ein alter Saftsack, von daher klar. Also ab einem gewissen Alter ist halt, sollte man halt einfach die anderen das zu spielen lassen, weißt du? Verstehe ich. Kenne ich, fühle ich. So, sollst dann auch die Alten, die Jungen spielen lassen, die können das dann. So, Waffen. Waffen. Welche behalten wir denn jetzt? Wo ist denn Munition? Hier, nach Munition sortieren. So. Das ist unser Messer, können wir behalten. Das können wir echt behalten? Was ist denn mit der DPS? 20 Schaden hier. Wir können das mal testen. Wir haben lange keinen Nahkampf mehr gemacht. So, das Schnelldump. Ist das mit der 200 Feuerrate? DPS 176 voll low. Equinox, hau mal weg. 2, 3, das ist der normale Standardding. Speer, das ist der normale Dings da. Starfield habe ich, ja, nun habe ich mir noch kein Bild zugemacht. Ja, ich habe hier einige bewegte Bilder. Und bis jetzt viel Action gemacht. Und jetzt, man muss halt doch viel auch Inventarmanagement machen. Und da sind wir gleich dabei, aber ist gleich dann und dann können wir wieder Action machen. Ist gut, ist im Game Pass. Diesen Monat sind 3 Spiele im Game Pass, die man spielen könnte. Unter anderem Sternenfeld, was wir gerade aktuell spielen. Es ist das hier. Dann haben wir sogar Payday 3 im Battle Pass. Und wir haben sogar noch Lies of P, falls das ein gutes Spiel wird im Battle Pass. Können wir ja einfach testen. So. Und ich habe hier mal kurz. Warte. Nova Blaster, Cutter, Grendler. Die Grendler brauchen wir nicht. Modifizierte Kodama, 247 DPS. Meldsturm normal ist alles von den anderen, können wir verkaufen. Ja, Payday, wenn jetzt rauskommt, werde ich mir anschauen. Payday 2 habe ich gespielt. Ich habe das in der Release-Woche 3 bis 5 Tage gezockt mit einem Kumpel. War super geil. Und fertig. Das war's. Meine kleine Geschichte zu Payday 2. In der Release-Woche gezockt. Dann. Das hat da gar kein Ding, das Teil. Gar kein, ist da gar keine Farbe hier, das andere Teil. Sollen wir das auch mal testen, das Ding? Kodama, Kata. Okay, lassen wir mal so. Anzüge, das ist dem. Oh ne. So, okay. Noch einmal und dann haben wir's. Noch die Helme, Anzüge und Rucksäcke verkaufen. Ressourcen auf das Schiff packen und dann können wir weiter. Ich habe mich am Anfang sehr schwer getan mit dem ganzen Inventarmanagement, denn kein XP, was Fallout angeht, kein XP, was Skyrim angeht, es soll das ähnliche Inventarmanagement sein. Und dann jetzt schauen wir mal hier. Ich habe, was Payday angeht, habe ich Crime Boss gespielt. Crime Boss auf Epic, exklusiv. Und das fand ich schon toll, aber ist halt auch das gleiche, mit 4 Leuten irgendwo rein und Sachen ausrauben. War schon sehr stark. War auch so ein bisschen von meiner Generation die Helden, wie Chuck Norris, Basic Instinct, wie heißt der nochmal, die Scharone. Das war eigentlich auch ganz cool. Major, schönen guten Morgen und danke für dein Lurky Murky. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt. Ich habe dich gestern in der neuen Welt gesehen. Mhm. Und Grüße an deine bessere Hälfte.
So. Und wenn ich das nächste Mal wieder da bin bei euch im Stream, dann müsst ihr wieder zusammenrechnen, wer mehr gemacht hat mit dem ganzen Skillungen. Bald kommt dein DLC, das freue mich schon. Ich hoffe, bis dann bist du nicht 60 hier und bist nicht mehr so ein Loser wie jetzt. Wir haben im Payday 2 zu Missionen zu Mehrungsjungen gemacht, Sachen leise zu machen, die nicht leise machen kann. Geht ja klar nicht bei allen Missionen, aber es gibt halt viele drin, wo steht, geht nicht leise. Ich bin ja eigentlich, du musst wissen, call me Rambo Gex. Also leise, hier, Waffe, visieren, schießen. Wenn es geht, von der Range bei ausschalten und dann rein rambon. Also, ja, ich mach's auch immer sehr gern leise. Damit ich hier mit diesem Ding einfach nur zustechen kann. Hast ja recht. Aber ich habe auch schon eine Fähigkeit gelernt hier, wenn ich jetzt, wenn ich das finde irgendwann, was man auf der Waffe tun kann, wenn man sich duckt, dass man unsichtbar wird. Spätestens dann kann ich auch leise vorangehen. Meine Begleiterin hat das schon. Wenn ich mich jetzt ducke, verstecke, wird sie unsichtbar. Nach dem Motto, Invisibility. Invisibility. So. Ich weiß ja nicht, ob du bei mir auf dem Laufenden bist hier. Ich poste sehr viel auf Twitter, poste auf TikTok, poste auf Instagram und poste auch auf allen sozialen Medien. Und ja, schreib mir mal rein, was ich mache, wie es mir geht, was für Videos und ja, war wild die Zeit. Das ist halt irgend sowas für eine Waffe, wo man drauf tun kann, ist man unsichtbar. Das ist auch so ein Perk. Nein, ich laufe nicht so viel. Ja, ist auch scheiße für die Füße, wenn man so viel läuft. Dann tun die Füße weh, irgendwann tut es mehr weh, dann hört es einfach nicht mehr auf und dann bist du so ein Trott, wo du immer hin und her, mal hier, mal da, ne? Und du bist ja, ich weiß ja nicht, wie es dir aktuell körperlich geht, du bist ja auch nicht der Dünnste, so wie ich bin ja ultra dick geworden und dann ist es immer schwer, weil gehen ist immer Endgegner und gehen sollte man nicht so viel, besonders nicht irgendwie springen, man sollte einfach nur ganz langsam, gemütlich, entspannt in die Welt hinaus und alles erleben. Amen. So ein Ding. Jetzt weißt du Bescheid. Verleiht abhängig von deiner Gesundheit bis zu 100 plus Energieresistenz und physische Resistenz. Okay, das klingt ein bisschen krass. 116? Besser korrosiv? Ja, aber das ist einfach viel zu stark, das Ding. Ja, geht, Gewicht geht runter, 35 Kilo, beste Mann. Bei mir sind es nur 5 seit einer Woche, aber das kriege ich hin. Bei mir sind es nur 5 seit einer Woche. Also in einer Woche, seit einer Woche. Vernünftig, so muss es sein. Herzlichen Glückwunsch, 35 ist ein krasser Bruch. Konstante ist BAM! Herzlichen Glückwunsch, so muss das sein. Kuss geht raus. So. So. Ja, wenn Operation hilft, dann why not? Wenn die Operation hilft, 16, guck mal, kommen wir weg damit. Wir gehen nur mit legendären Waffen, Sachen spazieren. Wir gehen nicht mit irgendwelchen Non-Legendary spazieren. Okay, Kleidung haben wir. Werfbare Items. Tun wir die Kontaktgranate verkaufen. Wir halten die Sprückgranate. Hilfe. Ah, ja, genau. Diggi, Wude, was ist denn los mit dir? Bist du schon wieder wach oder was? Au! So. Genmaterial behalte ich. Ich behalte nur die Sachen, die mich direkt heilen, wenn ich eine Krankheit habe. Ja. Hallo. Hallo. Forschungsprojekte benötigen weniger Ressourcen für 10 Minuten plus 50% Chance auf zufällige Forschungsergebnisse. Klingt geil, aber kaufe ich, wenn ich forsche. Plus 10 Minuten schnellere Verbesserung der Begleitersymptome. Plus 25% Chance zu überzeugen. Das ist strong. Weniger Geräusche ist egal. Alle holen. Wir Drogen wollen wir nicht. 1% XP für 60 Minuten ist geil. Und das heilt. Ich will Drogen, Alter. Nur mit Drogen ist die Welt zu so glücklich. Zu ertragen.
Heilt Blendungen, Platzwunden und Stichwunden. Ist mir übrigens eine Ehre, Sir Cuttenjoe, dass Sie mich hier besuchen. Seltenes, geiles Bedürfnis, Orgasmus, Ma'am, Sir, also leck mich. Hallo. 15, genau 15. So. Möge Ihre Gesundheit noch besser voranschreiten. Und 35 ist nur der Anfang, es müssen locker 100 plus werden. Also, falls es sein muss, ansonsten halt mehr oder weniger. Also, verstehst du schon, was ich meine, Diggi? Ja, da hast du mal auf die Uhr geguckt, ich bin gar keine 35 mehr. Du bist 15, so wie du dich verhältst, du Schwein. Grüße, Captain. So, hallo. Was ist Mama? Ja, ich mach gleich den Computer aus, ich mach meine Hausaufgaben. Steuermann, setzen Sie Kurs auf CM-Station RC1. Maximal Warp. Bereit, wenn Sie es sind. Machen Sie es so. Energie. Nein, Mama, ich will keinen Mittagsschlaf machen. Ja, danke. Ich kann halt nicht immer und es müssen noch ein paar. Ja, immer. Hey, 2-3 Mal im Jahr ist die beste Beziehung. Du kommst, siehst, lachst mich ein bisschen aus, fallst oder nicht oder was weiß ich, machst alte 4, bekommst irgendwann wieder. Alles in Ordnung, Bruder. Gell? Aber trotzdem, möge die Macht mit dir sein, schnell und zuverlässig. Okay, genug jetzt. Schnauze jetzt hier. Weiter geht's. Wieder seriös hier. So, wir müssen mal kurz aus dem Raumschiff aufstehen. Ich habe ein bisschen Bock, mich hinzulegen, weil ihr müsst wissen, wenn man hier in dem Schiff, wenn man schläft, kriegt man 10% XP. Und woran wenn man sogar mit jemand gemeinsam schläft, dann kriegt man noch mehr XP. Alter, wie? Ich würde nur am Pennen sein. Echt, oder? Warte, kurz Pause hier. Genau, und wenn man mit jemand schläft, dann kriegt man 15% XP anstatt nur 10 und darauf arbeiten wir hin. Die Sarah wollte uns nicht, die hat uns dreimal einen Korb gegeben, deswegen haben wir uns eine andere geschnappt, eine Andreja, die ist halt eh, also die ist eh hässlich. Du weißt, wenn man eine Frau einem Korb gibt, sagt man, die ist eh hässlich. Da kennt man es ja, so wie die Frankfurter Jugend tun wir uns hier verhalten. Hallo. Und legen uns kurz hin, schlafen ein paar Minuten und dann let's go. Okay. Komm, es gibt Welten zu erobern. So. Ich arbeite hart, Captain. Ja. Schön, schau mal, wie schön die alle sind. Die sind hier, die leben hier. Da ist der Sam mit seiner Tochter. Da kann man hier so ein bisschen sich hinsetzen, schön entspannen. Ja. Hier hat sie ein paar Spielzeuge. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Sie lebt den Traum. Auf einem Kriegsschiff ist sie unterwegs. Und reist von Stern zu Stern mit Licht und schnellere Geschwindigkeit. Der dekoriertesten Mitglieder der Constellation. Okay. Mal scannen, wo sind wir eigentlich hier? Typ Fels, Schwerkraft 0,36, geil. Universum. Ich habe gesehen, Mars hat auch so eine Schwerkraft. Atmosphäre dünn N2. Flora, Fauna gar keine. Oh, wir haben hier Schwermetalle, geil. Wasser, Blei, Eisen, Alkane und Rotizid. Okay, was müssen wir hier machen? Tell me. Warum sind wir da? Warum? Lande bei der CM-Station 2. So, wir müssen auf den Planeten hier, oder was? Achso, hier müssen wir landen. Was machen wir da? So, setzen Sie zum Landemanöver ein. Tun Sie die Schubdüsen und alles und Energie. Komm, machen Sie so. Fahrwerk ist bereit. Alles klar. Gut, dann steigen wir mal aus. So, endlich wieder. Hallo, draußen, ey. Captain. Wieder 2-3 Stunden in den Neon verbracht, da dies, das gemacht, durch irgendwelche Rohre gekrochen, mit Leuten gequatscht. Und jetzt sind wir wieder auf einem Planeten, wo wir einen schönen, sexy Anzug anzünden können. Anziehen können, nicht Andreja? Wie geht's Captain, eigentlich hier? Freut mich, Sie zu sehen. Ja. Wiedersehen. Let's go. Tschüss. Also. Okay. Was ist unsere Aufgabe?
Betritt die Mine. Ja, klar, na gut, können wir reingehen. Alexa, Temperatur. Alexa, wie ist das Wetter in Senftenberg, Deutschland? In Senftenberg, Brandenburg beträgt die Temperatur momentan 26 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Aha. Heute ist das Wetter voraussichtlich unverändert, mit einer Höchsttemperatur von 31 Grad und einer Tiefsttemperatur von 17 Grad. Bei uns same. Bei uns ist 30 Grad und morgen... Wie wird morgen das Wetter? 29, also nur 1-2 Grad kälter. Aber Mittwoch dann wieder 21 und sehr kalt. Also noch heute Morgen durchstehen und ich hoffe, mein Kreislauf macht es mit, weil letztes Mal Kreislauf Breakdown war nicht so geil und ich kann jetzt nicht sagen, ich mache 2 Tage Pause wegen Wetter. So, okay. Okay, wir sind hier in der Station. In der Mining-Station. Wir müssen bestimmt wieder in die Erde. Mal ein bisschen scannen, was die hier gemacht haben. Und wir können natürlich wieder alles Mögliche looten. Wir können jeden Scheiß looten. Ich habe das am Anfang für viel Geld gemacht. Denn die Raumschiffe sind nicht günstig. Alter, das ist so geil. Jeden Scheiß zu looten, Alter. Das macht so Bock. Gell? Ja, doch schon. Besonders nachher, wenn man sortieren kann. Ich habe jetzt einen Schlagschrauber mitgenommen. Der kostet 90. Ich nehme die teuren Sachen mit. Weißt du? Keinen Gegner hier draußen, oder was? Nein. Alter, welcher Arsch klingelt denn jetzt schon wieder? Keinen Gegner hier draußen. Okay. Hier sind ja keine Minen hier oben? Mal sind immer Minen hier oben. Okay, das scheint schon ziemlich verlassen zu sein. Scanner sagt halt auch nichts. Gar nichts. Kartoffeln nehmen wir mit. Ich würde echt mal wissen, wo mehr Kartoffeln sind. Ich brauche für eine Mission ganz viele Kartoffeln, ey. Gut, dann können wir uns anscheinend frei bewegen. Aber wir gehen mal hier rein. Ist da jemand? Gehen wir mal da rein in das kleine Kaff und können da ein bisschen plündern. Warum hat denn der Kopfschuss so wenig Schaden gemacht? Normalerweise ein Kopfschuss und weg ist er. Achso, in der Station hatten die alle keinen Helm auf. Was machen die hier? So, mal schauen, ob wir wieder Schlösser knacken müssen. Okay. Hammer mitnehmen, alles Zange. So, looten geht jetzt auch schneller. War das Ergebnis der Analyse wohl eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ich kann die ganzen Sachen auch so nehmen. Und... Und hui. Wie schmeißt man das denn, ne? So, dann scheint bei jedem Bethesda-Game gehen, wusste ich nicht, ist mein erstes. So, ich bin halt so ein Langfinger, der eigentlich alles lootet. Muss ich jetzt nicht mehr unbedingt. Denn ich habe jetzt schon so ein kleines Credit-Polster. Nur, wenn der Klepp... What the... Wenn der Klepp-Gex... Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Legendary Weapon, mein Gott, Legendary Weapon, over. Hier. Nee, das ist ein Helm. Verstärkung, verleiht abhängig von deiner 100% links da. Plus Hacker, plus 2 automatische Versuche, die beim Hacken für später aufgehoben werden können. Verspiegelt die Chance von 4% Angriffe zu reflektieren. Gut, ich dachte, das wäre eine Waffe. Okay, gut. Warte, ich habe dieses Ding nicht gebindet, Euler. Ich wollte mal... das testen. Aber das ist ja nicht das Neue. Wo ist denn das? Ist das immer noch neu oder was? Okay. Das ist nichts. Oder machen wir Nahkampf? Ja, lass gut sein. Wir holen uns jetzt gescheit nachher. Wir holen uns ein Lichtschwert. Wozu brauchen wir so ein mit so Klinge, wenn wir Licht haben? Hier, Flashlight, zack. Licht ins Gesicht. Ich habe da einige aufgescheucht. Immer mit der Ruhe. Anscheinend kommen jetzt uns welche holen. Lass mich erstmal looten. Mein Lieber. Oh! Einsteiger. Oh, das ist wild. Das ist schon krass. War ja. Oh, 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 oh.
kalt hier. Wie kalt? Das ist doch nicht kalt, Alter. Udo, was ist denn mit dir? Das ist doch nicht kalt. Mann, das sieht aus hier, Alter. Ich behalte das für unten. Dreckig, Alter. Ich behalte das für unten und mach das mit dem anderen hier. Ich würde das nicht für unten behalten, Alter. Doch, doch, ich mach das für unten. Besser ist das. Wie soll ich das finden? Ja, weil hier brauche ich die 3. Die 2 kann ich auch hier behalten. Und wenn ich das hier nehme, das kommt dahin und die 2. Also die 2 könnte ich für unten behalten. Das heißt, ich nehme das für hier und das. Wenn das geht. Ja. Das geht gar nicht. Okay. Hä? Wieso jetzt so ein Einsteigerding so kompliziert? Ich habe Meisterschlösser geknackt. Aber schau mal, ich brauche für unten, brauche ich das Zweier und das hier. Zweier und das. Also habe ich für hier nur das und das. Jo. Das. Das. So, Sushi haben wir hier. Hat sich ja gelohnt für Sushi. Hier, Schraubenschlüssel. Okay, haben wir alles? Jetzt gibt's. Haben wir alles hier? Speichern, let's go. Hallo? Ah, ich hab mal gespeichert hier. Let's go! Ich hab schon ein paar Schreien hin, oder war das Voodoo? Aus der Wohnung hier. Gut, dann gehen wir rein, oder? Gehen wir rein, Mädels. Ich glaube, draußen alles erledigt. Boah, wie die mich hier mal erschreckt. Alter. Ich hätte schon so oft auf die geschossen. Gehe zum Kampf über. Was ist das? Ist ein anderer Eingang hier? Okay. Danke dir. Verreckte andere Leute. Was Wertvolles dabei? Wie die halt überall so ein Gym haben. Du hast keine Chance. Kann ich ja durchschießen, gell? Oh, verloren. Auf seinen Sauerstofftank geschossen. Sorry. Kurz bevor wir runtergehen, looten wir ja schon mal, sonst komme ich nochmal zurück. Gut, ich mach das jetzt gleich auf den Weg dahin. Wir müssen hier umschauen. Wie viele Hämmer haben die denn hier? Was ist denn mit denen? Die Lagerkisten? Okay. Oh, geh nachsehen heißt es. Ich hab da gehört. Nicht gerade der Inbegriff des Luxus.
Okay, dann nicht. Ich hab's noch nicht verhört. Ich hab gehört, hier nachsehen. Kann ja auch unter uns gewesen sein, ne? Ja, es ist halt jetzt nicht so luxuriös hier, aber hey, ist doch egal, wenn man hier, Was haben wir denn hier Schönes? Ja. Haben wir mal diese Puppe nackig gemacht. Wir hätten noch mal anders, was anders machen können mit der Puppe hier. Action Jackson hier. Ich glaube, ich tue hier auf der anderen Seite, dann seht ihr meine HP. Dann seht ihr meine HP auf der Seite hier. So. Gut. So, okay, sogar Ofendings da, Tücher da. Man kann halt jeden Scheiß looten. Ist halt auch teuer, Kaffee ist teuer. Kaffee, Waffen. Ich nehme auch die Sachen mit, aber die Handeln so nehme ich nicht mit. Die sind einfach zu schwer. Also es lohnt sich nicht. Kosten jetzt auch nicht so viel. Was kosten die denn? 105 ist schon okay, aber eine Masse 10 Kilo und so, okay, nachdem schon noch mehr, nehme ich das nicht unbedingt mit. Ja, und je mehr man loot, desto mehr kann man verkaufen, muss also nur ein bisschen Geduld haben. Ah, ich habe vergessen, die Dinge zu tun. Ich habe vergessen, die Ressourcen in das Schiff zu tun. Okay. Ich mag das gerne, auch wenn es ein bisschen dauert. Das sind halt schöne Geschichten hier. Von früher gibt es viele Geschichten. Gibt es auch Moby Dick hier und die ganzen Classic und Stories von früher haben sie auch da. Oha! Oh mein Gott, das wird was. Meister? Kann man sich auch überladen? Ja, ja, klar. Sicher habe ich. Und dann wirst du langsamer und so ein Scheiß. Ja, ja, klar. Hier. 280 Kilo kann ich, 212 habe ich. Und wenn du dich nur überlädst, laufst du langsamer oder kannst immer nicht mehr laufen, verbrauchst du viel Sauerstoff, verlierst dein Leben, bla blub und so weiter. Ich habe aber so einen kleinen Perk hier, dass ich erstmal 40 Kilo mehr tragen kann, plus wenn ich überladen bin, 75% trotzdem weniger Sauerstoff verbrauche und noch mich bewegen kann. Und wenn du überladen bist, kannst du auch deiner Begleiterin was mitgeben. Dann kann sie was tragen. Ja, kannst du alles machen. Musst dann echt aufpassen, was das angeht. Aber ja, sie ist leer. Sie hat momentan nichts dabei. Ich bin auch erst angekommen, habe mich auch vorher ausgeleert. Nur die Ressourcen vom Schiff habe ich nicht rausgetan. Hier ist ein Waffenständer. Ist da eine geile Waffe für Meister? Das kann eine Weile dauern. Hm. Boah, Digga, wir haben... Boah, okay. Alles klar. Das Ding ist, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Reihen und wir müssen schauen eigentlich, was wir in der vierten Reihe brauchen, um das zu behalten. Aber ich mache das jetzt mal ohne. Das ist quasi, das ist das schwerste Ding? Ich glaube schon, ne? Habe ich auch eben geskillt, dass ich das machen kann. Okay, wir machen langsam. Wir haben Vierer-Reihe. Wir schauen die Vierer an. Können wir mit einem Vierer das machen? Damit schon mal ein Vierer weg ist. Hier sind Vierer. Okay, wir haben nur die zwei Vierer. Das heißt, wir haben zwei Vierer, wir haben vier Löcher, es funktioniert nicht. Okay, haben wir uns versichert. Geht nicht. Gut, jetzt schauen wir auf Dreier. Dreier. So mache ich das zumindest. Dreier. Haben wir... Ach, hier ist noch ein Vierer. Wir haben nur ein Dreier? Echt? No joke? Wir haben ein Dreier nur? Wir haben zwei Vierer und ein Dreier. Rest ist Zweier und Einser. Okay, das ist okay. Müssen wir mal schauen. Also Zweier könnten wir. Okay, das Zweier könnten wir auf die in die Reihe hin tun. Hier passt hier. Schau mal, das Zweier passt in Reihe 2 und 3 mehrfach rein. Lol, okay. Das ist halt das schwerste Schloss zum Knacken. So, das Zweier könnten wir hier rein tun. Wir könnten mit dem anfangen. Dann hätten wir noch die unteren. Ich glaube, wir müssen einfach zwei Zweier nehmen, ne? Geht ja nicht anders. Wir müssten zwei Zweier nehmen. So, also. Das Zweier wird passen, dann passt noch das dahin. Dann würde das... Das würde gehen.
Es kann auch sein, dass wir die später brauchen, dass ich wieder anfangen muss. Ich müsste mal jede Reihe überlegen, was ich wo brauche, aber ich mache es einfach mal anders. Das ist also mir sonst zu viel. So, habe ich. Nächste Reihe. Dann probieren wir wieder. Können wir in Vierer loswerden? Weil Vierer loswerden ist immer so richtig geil. Schau mal, hier können wir jetzt Vierer loswerden. Vierer und dann noch ein Einser rein. Mach mal einfach YOLO, komm. Vierer, Einser. Gut. Können wir hier den Vierer loswerden? Ist das was? Nee, das ist halt irgendwie komisch, okay. Vierer geht nicht. Gut, können wir einen Dreier loswerden hier? Nee. Vierer, Dreier, Zweier. Das habe ich ja schon gesagt, passt hier rein. Aber das passt auch hier rein. Und da rein. Hier und da. Haben wir da noch genug für die andere? Ja, wir werden es mal riskieren. Ich habe so viel. Tun wir das. Das. So, jetzt müssen wir die... Jetzt ist es halt so, man muss die richtigen behalten für das. Also das Vierer, glaube ich, wenn das Vierer reinpassen würde, wäre es wild. Das passt sogar. Lol. OMG. Oh mein Gott. Das schwerste Schloss geschafft wieder. Boah. Okay. Alles klar. Weiß ich jetzt nicht. Okay, gut, weiter geht's. Okay, haben wir schon. Ist halt jetzt nicht so ein klassisches Weltraumspiel wie Numanski, da war ich am Anfang ein bisschen enttäuscht. Aber wenn man mal drüber hinweg sieht, dann das, was es ist, ist schon cool. Man kann sich halt viel hin und her porten. Das ist halt jetzt nicht das Geilste an so einem Raumschiffspiel, aber das passt schon. Es gibt auch genug noch so Action, also je nachdem, was man halt möchte. Das passt ja schon. Ich fand es am Anfang seltsam, ob denen eigentlich schon fast schlechte Bewertung gegeben haben, aber Tag für Tag wird es immer besser. Weil einfach die Charaktere geil geschrieben sind. Und die Storys. Habe ich jetzt... Ist das illegal? Nee, ist nicht illegal, oder? Ich habe irgendwas gesammelt mit 3 so Punkten. Keine Ahnung, was das heißt. Man spinnt auf. Ja, ich schaue einfach in alles rein und nehme mir Zeit. Tu auch mit jeder Person in jeder Station schnacken. Mit ein bisschen labern. Weil jede Person könnte dir irgendwie eine Quest geben oder kannst irgendwas nebenbei mitbekommen. Selbst wenn jemand vorbeiläuft und sagt, hey, da habe ich irgendwas gehört, dann gehst du und schaust nach. Also ich quatsch mit jeder Person, mit jedem Named NPC, wie ich das nenne, quatsch ich. Und hör mir auch die Storys an und tu jeden einzelnen Dialog auch anwählen, damit ich schaue, was da passiert. Ich weiß nicht, ob man mit Toten sprechen kann, wie bei Baldur's Gate. Das Interessante ist ja hier, Copten Yo, genauso heißt du. Ich habe noch nie irgendein RPG gespielt. Bis auch vor kurzem Baldur's Gate 3. Ich kenne kein 1, kein 2. Ich habe nichts gespielt, nie ein RPG, so wie das ist. Immer nur halt Survival, MMORPG oder Racing. Und Baldur's Gate 3 ist ein ultra geiles Spiel, aber es überfordert mich immens. Kein Dungeons Dragon, keine Ahnung, was hier so Dungeons Dragons Universum heißt. Null, keine Ahnung, von 8-kantigen 75.000 Würfeln. Und ich habe mich darauf eingelassen, es war krass. Und konnte ich nicht zu Ende spielen, weil das kam halt, man kann nicht später zu Ende spielen. Das ist mein zweites überhaupt Rollenspiel. Und in diesem Universum bin ich neu und ich lasse mich komplett drauf ein. Ich finde es okay. Nur wird man überwältigt von solchen Sachen, wenn man es gar nicht kennt. Wenn man das Universum noch nie gesehen hat. Oh, es gibt den Aufzug. In die Mine. Lass uns dahin gehen. In the mine, oh. In the cold and gray Chicago. In the mine, oh. So. Sie haben uns gehört und gesehen anscheinend schon. Ich habe einen für Level 5 gesehen. Was machen die denn hier? Level 12. Atem anhalten und go. Ich habe etwas gehört. Ganz bestimmt. Was ist das? Lebt sie noch? Nee.
dachtest du, du entkommst mir? Du, Digga! What the fuck? Da bist du! Arschloch, ey. Ich hab ja auch so eine Pistole, die mich anzünden kann. Du hast so Perks, dass du dann Gift verteilst auf die Leute. Die Kriegsbeute. Explosives legendäres Gewehr? Das war diese Scheiße also. Das hier? Mehr Schaden auf Aliens, verursacht zufälligen Giftschaden und verlangsamt das Ziel. Explosiv wechselt zufällig zu einer explosiven Munition. Ja, na klar. Okay, damit konnte ich es auch nicht rechnen. Ja, aber das ist doch eine Kacke, sowas. Schon wieder, jetzt ist ja... Okay, ich bin noch mitten im... Oh mein Gott. Ich bin noch mitten in Action, okay. Fangen wir wieder an. Nur drei rein. Kann trotzdem das Tricky sein. Ja, das ist ja schon so richtig. Wie viele Vierer haben wir denn? Vier Vierer. Also das könnte so schon passen. Gleich. Vier Vierer haben wir. Achso, das passt gar nicht. Ich habe es nicht gesehen da. Das passt auch nicht. Also Vierer befriedige ich halt total, wenn man das irgendwie reinkriegt. Hier zum Beispiel. Dann ist schon mal das weg. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, also 4, 5, 6, 7, 8. Also 2 Vierer oder ein Vierer, 2 Zweier oder was weiß ich, was es alles noch für Kombinationen gibt. Ich würde einfach mal da rein tun, das hier. Und das als nächstes Dreier? Ne, sind ja, okay, schauen wir mal einfach mal. Okay. Wäre das gegangen hier? Okay, wir haben noch... Wir bräuchten einen Dreier. Oder einen Zweier und einen Einser. Gibt es einen Zweier? Wir haben gar keinen Zweier. Okay. Wir haben gar keinen Zweier. Okay. Wie machen wir das dann beim... Wir könnten 2 Einser, 3. Wir haben aber 4 Löcher. Ich glaube, das erste war schon falsch, oder? Okay, das ist richtig. Hier, nee. Ja, das hier. Oh mein Gott. Okay. Hör, wieso? Achso, die eine Reihe ist fertig. Okay, nächstes. Sollen wir das einfach da reinbolzen? Da sind 4. Dann habe ich noch. Habe ich ein 1, oder? Ich nehme jetzt 1 mal. Okay. Das würde da reinpassen. Ist das so random einfach da rein? Oder? Ja, okay, mach mal, oder? Keine Ahnung. So? Hier. Hammer, geil. Schau mal. Gestohlene Ware. Das hier steht Wert 15.600. Gehst zum Händler. Nur noch 1.000 wert. Aber das passt schon. Das ist, haben wir immerhin 1.000. Es gibt bestimmt Händler, die wollen die Ware extrem haben. Es gibt immer Händler, die wollen halt gewisse Ware haben. Da musst du dir genau merken, wo in der Galaxie welcher Händler was will, wofür er meistens halt. Genauso wie in dieser einen, in der Akita City gibt es eine Dame, die interessiert sich für klassische Bücher. Und wenn du dir sowas wie Moby Dick oder was verkaufst, dann ist es halt, kriegst du halt mehr. Aber ich habe halt meinen Händler, da kann ich hingehen, da kann ich auch gestohlene Ware und sowas verkaufen und kriege ich halt einen normalen Preis. Wie kommen wir denn da hin? So. Natürlich nehmen wir den Hammer mit. Also was soll ich jetzt mit dieser Waffe hier? Testen wir die jetzt oder was? Die müsste eigentlich schon tot sein. Ich habe die ja angeschossen. Anscheinend steht die jetzt da. Ganz klar. Kann man Licht anmachen auch.
So. Okay, gut, weiter geht's. Lass mal Licht an, damit man gesehen wird. Jo. Hörst du das? Feuer! Ja, ich meine, ich habe mich da ziemlich viel anschießen. Ich finde meine besser. Gehen wir mal hier oben schon, was da oben los ist. Okay, der ist halt gefreezed, oder? Der ist tot. Oha, was ist das? Rotiert? Natürlich nehmen wir auch die ganzen Ressourcen mit, damit wir bauen können. Gibt ja auch Basisbau, gibt Schiffbau, Benny. Und beim Schiffbau habe ich schon Stunden verbracht und sich gepeilt, wie das funktioniert. Schon aufgeregt, hey. Aber die Menüführung ist halt nicht die beste. Du hast Tasten wie beim Basisbau Z, Q links, rechts, Z, T links, rechts, W, I und was, total, weiß ich nicht, V für dies, V für das. Also die Tastaturbelegung ist einfach nur beschissen. Es hat irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, dass man auf Tastatur das spielen könnte. Ist halt für Xbox-Controller gemacht. Aber wenn man das dann sich damit beschäftigt und das hinkriegt oder mal kurz irgendwelche Guide-Shot von irgendwelchen Freaks, dann geht das schon. Aber Schiffbau war halt wild, dann kann das mit dem nicht, das geht hier nicht, das passt da nicht, das geht nur Restriktierung hier und da, aber habe ich dann geschafft aus einem Schiff, was nur 400 Kilogramm schleppen konnte, 1400 mit extra Düsen hin, extra Container, sah aus wie so ein Containerschiff, was man kennt, wenn man es anlegt. War schon wild. Gewinnen muss sich ja schließlich lohnen, was? Aber erstmal dahin kommen. Ist das einer? Hey, diese Waffe ist so krass. Du kannst doch deine Waffen upgraden. Du findest eine Waffe, tust den Mods drauf. Du kannst auch mit der Rüstung machen, du kannst das Essen herstellen. Musst du alles nicht, du kannst das ganze Spiel doch durchspielen, ohne irgendwas davon gemacht zu haben. Bei den Waffen lasse ich mich eher überraschen. Ich töte die, loote die und die Waffen sind halt dann besser oder schlechter. Aber kann man alles machen. Also es gibt viele Wege, was du machen kannst oder so. Ich hab sie! Hierher! Yo! Okay, das war ihr Jetpack, ist hochgegangen. Das ist aber sehr gefährlich hier, wo wir sind, da zwischen diesen Dingern. Wo sind die denn hier? Wow. Chill. Die sind hinter diesem Teil? Kann ich Granate werfen? Mit Delay oder was? Digga, ich wollte einmal Granate werfen, dann hätte ich alle erschießen können. Ich bin getroffen. Mach das nie wieder. Ich werde dich töten. Das war, glaube ich, weil ich im Visier drin war. Ich wollte einmal Granate werfen in meinem Leben. Einfach weil ich sie halt habe. Sonst hätte ich alle erschossen mit dem Kopfschuss. Ich bin hier, drück dann G. Ja, jetzt wirfst du sie instant. Entdeckung! Oha, Vorsicht. Jetzt wirfst du sie. Vorhin gewartet 2 Stunden. Vielleicht war ich da am Nachladen. Ich weiß nicht genau. Ich habe mich drauf geachtet. Wollt hin, Granate werfen, wieder weg. Und das hat er gar nicht geklappt. Oh, ein Geschützturm. Die sind hart. Wenn die dich treffen, Alter. Geh mal. Was? Andreja, aus dem Weg! Ja gut, dann lenkt ihr mal ab. Dann kann ich. Ja, die Waffe habe ich random gefunden. Ist einfach krass. Ich habe zuerst die gefunden. Das ist das Pandor dazu. Oder nur mit anderen Mods. Da musst du mir schon mehr bieten.
müsste auch gar nicht wechseln hier. Müsste auch gar nicht nachladen, einfach Waffe wechseln. Alles random so gefunden. Ich habe immer so Waffen dabei, dass ich von jeder Munitionsart eine dabei habe. Mittlerweile habe ich jetzt auch manchmal zwei. Aber dass ich von jeder Munitionsart eine Waffe dabei habe. Das ist so eine Energiewaffe hier. Das ist, keine Ahnung, was das ist. Irgend so ein Magnum-Dingsbums zum Testen. Das war eine der besten Waffen am Anfang zum Ranzoomen hier. Auch so ganz cool. Zum MG. Das weiß ich gar nicht. Das ist eine krasse Waffe. Das heißt, glaube ich, Big Bang heißt die. Die macht ultra viel Schaden. Dann so eine Art, weiß ich nicht, Shotgun, aber auch noch nicht getestet. Ich habe viele Waffen nicht probiert, aber ich habe echt eine Menge gebindet hier. Hier. Du kannst viele Waffen binden und ich habe auch welche, die ich immer testen muss, aber wenn die hier reicht, ist das ja okay. Ich glaube, du lastest dir da zu viel auf. Ganz wortwörtlich. Ja. Die will halt, die meckert halt, weil ich zu viel loote. Ich kann dir ja Sachen geben, aber... Wow! Okay, der ging knapp am Kopf vorbei. Ja, du kannst dir... Das ist die höchste Muni, die ich habe. 7,77 mm ist das. Und ich... Man schießt doch gar nicht so viel mit der. Siehst du, er schießt immer so einzeln. Das überlebst du nicht. Das ist die höchste Muni, die ich halt habe. Ne, ich habe glaube ich so... Oh, warte, man kann hier schauen, wenn man auf Waffen geht. Diese Sortierung gibt es so im Spiel normalerweise nicht. Das ist auch alles... Das ist ein UI-Mod hier, sonst kannst du das Spiel ja gar nicht spielen. Sortierst nach Munition, dann hast du hier... was für eine Schüsse, oder? Hier. Nach was muss ich sortieren, dass ich sehe, welche... Schaden, DPS, Masse, Wert. Nach was muss ich jetzt nochmal sortieren, dass ich sehe, welche... Achso, wo ist denn... Ach, ich muss auf Munition gehen, Alter. Ich bin auch so adept. Munition, hier, zack, da. Hier. 6,5 und 7,77 habe ich das meiste. Deswegen habe ich von den Waffen noch zwei. Ja, genau. Und die finde ich immer, denn die Gegner nutzen die gleiche Munition. Die meisten. Habe ich geschlafen? Was, habe ich den Schlafbuff? Natürlich nicht. Doch, habe ich. 10% mehr XP. Passt. Noch eine Stunde. Ich hätte auch gleich Ding nehmen können hier. Noch so ein Teil, dass ich 1% XP noch mehr kriege. Ich werde jetzt noch ein bisschen looten hier, denn wenn ich dann nachher hier fertig bin, gehe ich ja nicht nochmal zurück und loote alles. Ja, aber der andere Weg war ja auch riesig, oder? Hier? Warte. Hier, was ist denn hier alles noch? Müssen wir nachher mal schauen, das sind Geschütztürme, habe ich gesehen gerade. Kann man hier aufmachen? Ist das ein Reaktor? Was ist das hier? Ein Bohrer, oder? Yo! Oh, was haben die hier gemacht? Hä? Was haben... Okay, hier sind alle gestorben. Hier sind alle tot. Oder ist es die andere Seite, wo ich herkomme oder was? Nee. So, doch. Ach, doch. Okay, das ist die Tür einfach im Kreis hier. Oh mein Gott, hier von hier bin ich ja gekommen. Hier, das ist einfach die Tür im Kreis. Da. Das Ding... Ach, das ist... Okay, schau mal. Das ist einfach auf der anderen Seite. Da komme ich her. Okay, lol. Ich dachte schon, wow, mal wieder zu. Dann weiß ich, dass ich da richtig bin. Ich dachte schon... hat sehr viel Muni. Es gibt dadurch, dass es auch Laserwaffen gibt, verschiedene Aufladungen. 1KV, 3KV,
Dann gibt es 0,25, 0,277 mm, 7,775 mm, 8 mm, weiß ich nicht, ich glaube, das kenne ich gar nicht. Ich kenne 8, kenne ich aus dem echten Leben. Das ist ein Geschützturm da. Das ist einfach die stärkste Waffe, selbst gegen Geschützturm. Ich habe auch extra Waffen, wo Roboter Schaden macht, 30%. Ich könnte für jede Gelegenheit eine andere nutzen, aber hey, wenn die funktioniert, wenn du wüsstest, wie ich am Anfang mich gequält habe, am Anfang einfach auch gar keine Health Packs, gar nicht. Jetzt habe ich halt sehr viele. Also mit dem jetzigen Wissensstand des Spiels anfangen wäre schon wild, aber das ist ja das Schöne, man kennt sich halt dann langsam immer mehr aus, aber trotzdem habe ich das mit diesen Forschungen, den Mods erstellen, Basis, bin ich auch noch ziemlich neu. Wie viel habe ich denn an Gewicht jetzt? 353, okay. Gut. Du hast hier unten Sauerstoff. Wenn du Übergewicht hast, man kennt sie aus dem Real Life. Übergewicht, gehen, laufen, scheiße. So ist es ungefähr auch hier. Dann geht der Sauerstoff schneller zur Neige und du kannst halt, du bekommst halt, kannst halt nicht ruhig genug atmen, damit du genug Sauerstoff bekommst. Der Sauerstoff geht dir nicht aus in der Zeit, aber dieses Sauerstoffpack liefert nur eine gewisse Sauerstoffzufuhr. Und wenn du mehr brauchst, wenn du überlastet bist, dann kriegst du nicht genug. So habe ich es jetzt verstanden. Und diese Ständer sind hier nicht schlecht. Da gibt es halt dann Rüstung und so. Aber ich habe irgendwie vor ein paar Level eine Mission gehabt, die war sehr lang und war sehr heftig. Da habe ich dann so ein Set bekommen. Ein legendäres Set. Am Anfang mit Level 1 bis 5 war ich ja irgendwie auf Planeten Level 35. Ich habe einfach eine Quest angenommen, bin dahin geportet und dann habe ich da Quest gemacht. Und dann habe ich da am Anfang gute Sachen bekommen. Dachte ich, das wären die besten Sachen, aber jetzt ist ja noch besser. Jetzt habe ich eigentlich auf 3. Achso, das ist die Betäubungswaffe hier. Das kann ich auch mal. Ich kann auch betäuben. So, Phase of Betäubung. Habe ich bekommen wegen dieser einen Quest da. Okay, ich muss den nicht erschießen, ich kann mit dem sprechen. Was sagt die Mission? Finde die Lieferung, untersuche, was passiert ist. Ist bei mir? Extreme Kälte. Na, okay. Geht in Stellung! Runter! Okay, ich muss sie doch erschießen. Ich dachte, ich bin Quatsch. Geh! In Deckung! Ich weiß nicht, warum man manchmal... Ich dachte, ich könnte mit denen quatschen, damit nicht so langsam da rein. Und stärker im Level hier. Ich könnte mal was zum Spaß haben. Warte, das hier. Yo, Digga, was ist denn? Was ist denn? Da, Big Bang, die Waffe. Komm her.